gruselig soll es werden in Lichte. Dafür haben die Mitglieder des Max- und Moritzbahn-Fördervereins gesorgt. Und schon am Bahnhof warten Kürbisse und viele seltsame Gestalten auf die Besucher, die hier mit der Draisinenbahn eine Reise antreten wollen. Eine Reise ins Dunkel des Waldes. Also die Vorbereitung war schon gruselig, weil sie ganz viel Arbeit macht und ganz viel Erfindergeist, die Ideen, die man hat, dann umzusetzen. Ich hoffe, dass die so gruselig wird, dass sie sich gut erinnern können, aber sich nicht fürchten vor der Eisenbahn. Die Tickets für die Halloween-Geisterbahn waren innerhalb von 2 Tagen ausverkauft. Jetzt sind alle gespannt, was sie erwartet. Ich hoffe, viele Geister, Gespenster, vielleicht auch tote Menschen und Blut. Und Vollmond. Und Hexen. Hexen und vielleicht auch Zombies. Und bestimmt auch so welche Waldmenschen. Hoffentlich viel schaurige Sachen, die uns überraschen. Wir rechnen mit allen. Gell? Sanitäter sind vor Ort. Angst habe ich eigentlich nicht. Nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Dann geht es hinaus in die stockfinstere Nacht. Da kommt sogar unsere Kamera an ihre Grenzen. Neben der Bahnstrecke haben Hexen ihr Lager aufgeschlagen. Nicht weit von ihnen warten Vampire auf die nächste Mahlzeit. Ein riesiger Baggerdino streckt sein Maul in Richtung Bahn. Dann geht es über das alte Viadukt hinüber zum Bahnhof Lichte Ost. Dort wartet auf uns schon Gevatter Tod. Deshalb schnell noch einen Schluck Blut für den Rückweg. Jetzt lauern Mumien auf dem kleinen Friedhof neben der Strecke. Zum Glück geht alles gut. Die Geisterfahrt war mega gruselig und die Kinder hatten ganz dolle Angst. War gut, haben sie gut gemacht. Aber es war halt nicht gruselig. Gruselig oder nicht, am Bahnhof Lichte warten schon die nächsten Mutigen auf eine Fahrt mit der Halloween-Geisterbahn.